Wer Karatesport betreibt, weiß, dass er ein Leben lang lernen wird. Der Hatsun Jindo Karate Club Magdeburg-Barleben feierte sein 20. Gründungsjubiläum und hatte national und international zu einem wirklich groß angelegten Schulungswochenende in die Barleber Mittellandhalle eingeladen. Hier trainiert Johann Legrange Sensei aus Südafrika, Träger des 6. Dan, mit einer Gruppe ab braunem Gürtel aufwärts und feilt an Grundlagen. In der Mittellandhalle 2 bereitet Kokubun Toshihito Sensei, auch er Träger des 6. Dans aus Japan, eine große Gruppe von Anfängern und schon Fortgeschrittener mit Dehnungsübungen auf das eigentliche Training vor. Und auch als Außenstehender sieht man, das wird ziemlich anstrengend. Wenn schon mal so bedeutende internationale Karate-Lehrer in Barleben sind, dann dürfen sie sich auch in das Goldene Buch der Gemeinde eintragen. Die Gemeinde ist stolz darauf, hier so gute Bedingungen für solche Großveranstaltungen bieten zu können, und der dritte Meister, Akita Shinji Sensei, ebenfalls Träger des 6. Dan, der Japaner führt ein Dojo in Wiesbaden, zeigt sich beeindruckt. Amazing facility here. And also the organizers. Die Bedingungen hier sind großartig und die vielen Helfer der Organisation leisten hervorragende Arbeit. It's great, yes. 450 Teilnehmer aus der ganzen Bundesrepublik und den europäischen Nachbarländern haben sich zum Lehrgang angemeldet. Was erwarten Sie? Viel Neues zu lernen. Viele neue Inputs und ja, einfach Spaß am Training. Ja, ich bin gespannt. Ich habe schon auf vielen Lehrgängen teilgenommen und es ist immer wirklich was anderes, ja. Also man kann nie genau wissen, was auf einen zukommt. Also ich freue mich. Ich freue mich aufs Training. Ich bin gespannt, was passiert. Okay, one line, move down. In den Hallen reihen sich Übungseinheiten an Übungseinheiten und die Lehrer widmen sich den unterschiedlichen Leistungsgruppen mit großer Aufmerksamkeit. Wind up, slowly punching, slowly. Okay. So, next, wind up. No good, man. This wind up. Next one. Nichts entgeht den geschulten Augen der Meister. Was macht einen guten Karatekämpfer aus? Ein guter Karateka ist leistungsbereit und hat eine ausgeglichene Persönlichkeit. Diese Kombination ist das Wichtigste. Die Trainingsarbeit lässt den Beteiligten kaum Zeit für Pausen. Die Übungen sind anstrengend und bringen einzelne Teilnehmer an den Rand ihres Leistungsvermögens. Aber gerade das ist es, was so einen groß angelegten Lehrgang ausmacht. Yeah, karate, you never stop learning. So, you know, everyone's got their own idea of it, but Karate bedeutet nie aufhören zu lernen. Ich konzentriere mich hier auf die Vervollkommnung der Grundlagenarbeit. Die Teilnehmer haben eine gute Ausbildung und sind stark und motiviert. They grew up in a great way of karate training, good basics, they're strong and also the good character. Das sind dann auch die besten Voraussetzungen, um im Vergleichswettkampf seinen Mann oder seine Frau zu stehen. Im Wettbewerb, jeder gegen jeden, stehen sich 6 Dojos gegenüber und es wird in der Kata, dem Kampf gegen einen imaginären Gegner, und im Kumiti gegeneinander angetreten. Wir machen das Shotokan-Karate, das heißt kontaktloses Karate. In der Theorie darf der und in der Praxis sollte der Kämpfer den anderen nicht verletzen. 5 erfahrene Schiedsrichter bewerten die Leistungen. Dabei gelten die Regeln des Deutschen Karateverbandes. Unter den Gästen auch ein Gesandter der japanischen Botschaft, der extra gekommen ist, um eine hochkarätige Einladung auszusprechen.
Karate wird im Jahre 2020 in der Olympiade in Tokio ein Wettkampfsport ausgewählt wird. Und ich hoffe, dass einer von Karateka, also die Sportler von Karate hier im Wahlleben, in 2020 in Tokio kommen, um die Goldmedaillen zu gewinnen zu können. Die Kämpfe dauern den ganzen Abend und geben einen guten Überblick über das Leistungsvermögen der besten Karatekas in Deutschland. Am Ende gewinnen hier die Kämpfer aus Siegen diesen Vergleichswettkampf und die Mannschaft des HKC Magdeburg-Barleben wird Vierter. Aber bis zur Olympiade in Tokio kann man noch sehr viel lernen.